Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal Hammerhelm oder Hammerhelm, wie auch immer. Man kann schon so ein bisschen erkennen, wenn man hier so sieht, was hier abgeht, was es für eine Art von Spiel ist. Ist wohl so ein Städtebausimulator mit rausgehen und irgendwie Monster verkloppen und aufleveln und so, solchen Kram halt. Sowas wie, keine Ahnung, Fae Farm oder wie heißen die Spiele hier? Wie heißen die eigentlich? Keine Ahnung, ich komme jetzt nicht drauf. Ich denke mal, die Spiele sind bekannt. So Terraria oder sowas im weitesten Sinne. Oder, wie heißt denn der Quatsch? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ich komme nicht drauf gerade. Also die typischen Dinger, wo du irgendwie so eine Stadt da aufbauen musst oder irgendwelche Hütten und dir Ressourcen besorgen musst und außerhalb irgendwie Kämpfe stattfinden und so ein Kram. Vorbereitung ist alles, ne? Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich habe jetzt hier einmal einen Charakter angefangen und würde sagen, wir machen hier einen neuen. Können wir ruhig hier den ersten Slot benutzen. Man kann hier auch alles Mögliche auswählen. Geschlecht, ja genau. Frauen dürfen keinen Bart haben, das geht nicht. Gut, alles klar. Da kann man hier noch die Haut und den ganzen Kram festlegen. Keine Ahnung, machen wir mal sowas. Kleidungsfarbe kann man aussuchen. Ist also alles grafisch. Jetzt nicht auf allerhöchstem Niveau. Ist, glaube ich, auch von ein, zwei Leuten nur gemacht. Kostet auch nicht die Welt. Und könnt ihr ja mal gucken auf eurer Konsole oder PC, ob es dort verfügbar ist. PC und Xbox definitiv. Ob es auf anderen Plattformen auch da ist, weiß ich nicht. So der Ersteindruck war schon ganz witzig, sage ich mal. Die Musik ist übrigens richtig cool. Also gefällt mir richtig gut. Was machen wir? So was Normales. Haarfarbe. Gucken wir uns erstmal den Bart. Was für einen schönen Bart holen wir hier unserem Zwerg. Natürlich ist halt das hauptsächliche Setting, Alter, ich bin noch nicht da, ist natürlich hier Zwerge und so ein Kram, ne? Da holen wir uns hier so einen wunderschönen Bart. Na, gehen wir gleich ab, würde ich sagen. Gibt's da nicht Weiß oder so? Hallo? Weiß! Weiß! Dann machen wir es halt so. Dann machen wir es ganz auffällig. Hier, unser Zwerg. Da geht er ab. Alles klar. Wunderschön. Erstellen, der gute alte Monty. So. Der Monty. X, der Zwerg. Wer kennt ihn nicht? Alles klar. Was ist denn jetzt los? Was war? Was ist los? Montix. Genau. Gib unten deinen Namen ein. Okay, alles klar. Ja, hab ich ja gemacht. Was ist dann? So, dann muss man auf bestätigen. Das hat er gerade nicht geregelt bekommen. Spiel wird geladen. Irgendwie eine Welt, Pflanzen, Fauna, was weiß ich. Wird dann platziert. Seit Menschengedenken leben die Zwerge des Hammerhelm-Clans in ihrer Bergfestung. Vor Jahrhunderten ging Bulaor, der König der Zwerge, auf eine geheime Mission, um die Festung zu schützen. In seiner Abwesenheit wurde ein Rat gebildet, der die Festung regieren soll. Sprich mit Rix, dem Waffenschmied, über die Entscheidung des Rates. Also ich habe gar keine Ahnung hier storymäßig, was da abgeht oder so. Als die Jahrhunderte vergingen und Bulaor nicht mehr zurückkehrte und die Ressourcen immer knapper wurden, geriet der Clan in Aufruhr. Du hast dem Rat vorgeschlagen, die Festung zu verlassen und eine Kolonie über der Erde zu gründen. Der Rat wird heute seine Entscheidung treffen. So ist es. Das machen wir dann mal. Sprich mit Rix, dem Waffenschmied. Zum Glück habe ich dich gefunden, mein Freund. Der Rat hat deinen Vorschlag abgelehnt, an die Oberfläche zu ziehen. Schlimmer noch, sie wollen dich verbannen. Das ist ja super. Was soll ich tun? Ich glaube nicht, dass es von Vorteil ist, hier zu bleiben. Wir sollten dich von hier wegbringen. Du wirst zu deiner eigenen Bedingung gehen können und einige Dinge mitnehmen können. Ja, da kann man die Fragen also immer wieder anklicken anscheinend. Was ist mit den anderen, die sich uns anschließen wollen? Die werden schon klarkommen. Sie glauben immer noch an deine Idee und sind bereit, die Reise zu machen. Sobald du ein neues, geeignetes Zuhause gefunden hast, ich habe ein paar Ausrüstungsgegenstände im Speisesaal gelassen, die du mitnehmen kannst. Wirst du in Sicherheit sein? Ja, der Rat ist nicht auf Blut aus. Sie glauben nur nicht, dass du einen guten Einfluss auf die anderen hast. Ich werde zurückbleiben und denen, die gehen wollen, helfen, den Weg zu dir zu finden. Ja gut, alles klar. So ist es. Und da können wir hier starten. Sammle die Gegenstände ein, die Tricks für dich hinterlassen hat. Ich glaube, das war hier links.
Muss ich jetzt kein Geheimnis draus machen. Wie gesagt, grafisch ist das jetzt alles nicht die allerhöchste Kajüte. Aber, jo, könnte ganz spaßig werden. Ja, kriegen wir ein bisschen Gold, wird da unten gut geschrieben. Und irgendwelchen Kram hier. Auf X können wir alles direkt mitnehmen. Sehr schön. Und dann können wir das sogar direkt ausrüsten. Das ist natürlich auch schön. Oh, schön, haben wir die Heiltränke ausgerüstet und so. Keine Ahnung, wie man das nutzt. Das werden wir noch rausfinden. Ansonsten kann man hier auf R1 und L1 so ein bisschen dodgen. Kostet Ausdauer. Man kann zuschlagen. Ist alles halt rudimentär. Man kann hier so ein bisschen rumjumpen. Ja, müssen wir mal gucken, wie funny der ganze Krempel hier ist. So, und dann können wir zum Beispiel hier nichts machen. Schön. So, da oben weiß ich nicht, wie es und wann es da weitergeht. Vielleicht ist da irgendwie Finale oder so, könnte ich mir vorstellen, dass man irgendwann nochmal hierher zurück kann und dann hier rein kann. Jetzt kann ich das auf jeden Fall nicht. Die musikalische Untermalung gefällt mir übrigens sehr, sehr gut irgendwie. So, da hinten ist die Kali. So, sprich mit Kali, der Minenarbeiterin. Diese Waffen und Tränke sollten genug sein, um einen geeigneten Platz für uns zu finden. Ich habe auch eine Spitzhacke und eine Axt in deinen Rucksack gepackt. Wo sind alle? Alle sind noch beim Rat, sie sind alle in Sicherheit. Wohin soll ich als nächstes gehen? Geh durch die Türen hinter mir. Diese führen zu einer alten Mine. Nimm das an die Oberfläche. Und du solltest deinen Weg von dort aus finden können. Danke. Alles klar. Danke mir nicht. Finde einfach ein schönes Plätzchen für uns und ich schicke dir weitere, wenn du bereit dafür bist. Ja, gut, alles klar. So, gut. Dann gehen wir mal weiter. Was ich hier wann zerschlagen kann, wann wie finden kann oder sonst was, keine Ahnung. Jo. Ich gehe das jetzt alles so ein bisschen funny an, den ganzen Krempel da. Und dann schauen wir uns das mal an. Wie gesagt, Grafik ist natürlich rudimentär, ist klar. Ist jetzt nicht die allerhöchste Geschichte hier, ist klar. So, kann ich hier oben, genau, kann ich die Items durchswitchen? Das geht schon mal auf den Pfeiltasten hier auf der Xbox. Warne dir einen Weg durch die verlassenen Minen und verlasse die Festung. Traumhaft. Alter, bin ich gut. Bin ich gut. Du wurdest aus deiner Heimat verbannt, weil du dich der rebellischen Tat schuldig gemacht hast. Darauf hinzuweisen, dass Zwerge an der Oberfläche leben könnten. Jetzt wanderst du seit Monaten umher und suchst neues, fruchtbares Land, um dein Leben unter freiem Himmel beginnen zu können. Gut. Endlich hast du eine solche Stelle gefunden, weit genug entfernt von der Festung, um deinen alten Clan nicht zu verärgern, aber nahe genug, dass dein Erfolg andere anziehen wird, die es wie du leid sind, im Untergrund zu leben. Während du die Stadt aufbaust, werden sie dich gerne aufsuchen und in ihr neues Zuhause wohnen oder in ihrem neuen Zuhause wohnen. Sie sind jedoch nicht die einzigen, die zuschauen. Mit dem wachsenden Wohlstand deiner Stadt wächst auch die Bedrohung durch Kobolde und Orks. Du hast bereits mit dem Bau kleiner Lager begonnen, um dich auf den Angriff der ersten Zwerge... Angriff der ersten Zwerge vorzubereiten, die nicht durch die unterirdische Festung geschützt sind. Gut, alles klar. Öffne das Baumenü. Also ich check hier... Ah, doch, ich check's schon. Wenn man im Baubereich ist, kommt hier unten die Anzeige anscheinend. Hier, das hier vor uns scheint das wohl zu sein. Das Feld hier. Man erkennt es ja so ein bisschen an dem Gras, sage ich mal. So, dann gehen wir hier rein, gehen in den Baumodus. Grundfläche, bewege das Gebäude an die gewünschte Stelle. Wähle das Gebäude aus, das du bauen möchtest. A drücken zum Bauen, A drücken zum Platzieren. Gebäudegrundflächen dürfen sich nicht überschneiden, ist auch klar. Straßen können einander überschneiden, aber nicht Grundflächen. Gut, soweit so klar. Ressourcen zum Bauen können sich im Lagerhaus oder in deinem Rucksack befinden. Soweit auch klar. Gut. Dann sehen wir rechts noch irgendwas. Kameraposition verändern. Kamera zoomen. Gut, alles klar. Kann man da irgendwie rein und raus zoomen. Gebäudeverwaltungsmodus betreten. What? Oder eben auch nicht. Bewege die Kamera, um das Gebäude auszuwählen. Ah, okay. Da kann man vielleicht dann später irgendwie Gebäude da irgendwie umplatzieren. Wie auch immer. So, und jetzt können wir hier da verschiedenste Gebäude bauen. Fangen wir einfach mal mit dem an, was von uns verlangt wird. Und hier unten ist noch Überlagerung, Wasser, Sauberkeit, Schönheit, Wärme, Symbole. Keine Ahnung. Also ist tatsächlich noch irgendwie so ein, wie soll ich sagen, so ein Simulationsfaktor mit drin. So, bauen wir einfach mal das Lagerhaus hier hin. Wunderschön. Erlaubt das Lagern von Ressourcen und Gegenstände. Du kannst bis zu 3 Lagerhäuser haben. So, Kohle haben wir schon nicht mehr und wir sollen noch ein Holzhaus bauen, wenn ich das noch richtig weiß.
So, dann machen wir das auch mal. Und bauen das da hin. Neue Städtebewohner, wähle 2. Dann drücke ich einfach... Wie soll deine Stadt heißen? Ah, okay, darum geht's. Monty City. Mon City. Was Bescheuertes fällt mir jetzt nicht ein. Sorry. Mon City. So, klar. Wer übrigens hier in den Kommentaren in Mon City wohnen will, kann gerne in die Kommentare was schreiben. Und dann werde ich die Dorfbewohner dementsprechend dann irgendwann benennen. So, in Mon City. Jetzt hole ich einfach nur hier irgendwelche Leute mal mit. Frivis ist modisch und faul, kümmert sich besser um Kleidung, braucht selten neue Kleidung, braucht länger um Ressourcen zu sammeln, ist glücklicher, wenn die Stadt hübsch aussieht, Eigenschaften tierlieb visuell, verabscheut es, Tiere zu jagen oder sie in irgendeiner Art und Weise zu verletzen. Langsam, grüner Daumen, geht und rennt langsamer als die meisten Zwerge, baut gerne Nutzpflanzen an, aber hasst es, sich in den Minen aufzuhalten. Gut, da holen wir die mal und den. Gut, bestätigen das Ganze und gehen hier mal raus. Und weiter war ich jetzt auch noch nicht in meinem Vorab-Test. Gefährliche Anfänge. Sprich mit Frevis, dem Arbeiter, und frage nach Aktivitäten außerhalb der Stadt. Ja, die bauen jetzt hier irgendwie auf. Gehen wir mal hin. Hier kann man noch sagen, geh Stein holen oder Bäume fällen. Was ist denn jetzt eigentlich aktiv? Das, was hier steht, oder... Machen wir einfach mal Stein holen bei dem und machen bei ihr gerade Baum... Bäume fällen. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Du gehst aber gerade Stein... Was habe ich bei dir gemacht? Stein holen. Ne, da gehen wir Steine holen. Mal gucken, ob es sich dann ändert. Ah, okay. Okay, er geht also Steine holen. Jetzt gehen beide Steine holen. Super. So, dann geh mal Bäume fällen. Gut, das können die beiden und so läuft es halt. Gut, alles klar, so haben wir ein bisschen die Ressourcen verteilt. Keine Ahnung, was hier abgeht. So, kann ich irgendwie behilflich sein? Über. Mein Name ist Frevis, ich bin Arbeiter. Bäume fällen haben wir gemacht. Stimmung. Ah, okay, hier, modisch, kümmert sich besser um... Ja, bla, ich bin gerade erst hergezogen, ich bin gerne hier. Ich habe keinen Zugang zu... Achso, gut, okay. Ich habe ein schönes Haus. Da kann man irgendwie dann die... Ja... Was? Das Haus, das Gebiet rund um mein Haus ist hässlich, irgend sowas. Ist das aktiviert oder was auch immer? Ist nicht aktiviert. 50, keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, was da los ist. So, dann gehen wir auf die Mission. Was will er von uns? Das ist der perfekte Ort, um unsere Stadt zu bauen, aber im Osten habe ich einige Kobolde gesehen. Ich glaube, sie sind uns hierher gefolgt und sie sahen nicht friedlich aus. So ist es. Im Osten... Ah, genau. Ah, und da oben sieht man dann auch, was abgeht. Oben ist so eine Minimap. Seht ihr das? Und da müssen wir jetzt irgendwie hin. So, ansonsten haben wir noch... Ah, eine Weltkarte. Krass. Okay. Keine Ahnung. Das ist immer cool. Dann haben wir hier Fertigkeiten. Das ist irgendwie an die Häuser gebunden. Seht ihr das? Hier können wir einen Tritt, also links irgendwelche Häuseranzahl, die wir gebaut haben. Da können wir einen Tritt und irgendwelche Spezialangriffe und so weiter freischalten und ganz neue Dinge. Das schauen wir uns dann später mal an. Steinbruch. Chance beim Steinbruch, Steinabbau, besonders hochwertige Steine zu erhalten. Chance beim Fällen eines Baumes, zusätzliche Holzqualität zu erhalten. Ja, und höhere Laufgeschwindigkeit und so weiter und so fort. Kann man dann wahrscheinlich alles so ausskillen mit der Zeit. Ist auf jeden Fall ganz cool. Stadtverwaltung. Hier können wir die NPCs umbenennen und Ziele ändern. Ah, hier sieht man es ja. Ziel Holz, Ziel Stein, Arbeit wechseln, baut Stein ab. Oh, das ist schon cool gemacht. Also hier sieht man es dann eigentlich ganz gut. So, oben sehen wir die Quests. Wir haben eine Weltkarte, die ordentlich ist. Und wo war nochmal mein Inventar? Wo ging das nochmal? Ah, hier auf X. Weil, hieß es nicht, ich krieg eine Spitzhacke und so ein Kram. Genau, alles klar. Und jetzt könnte ich selbst hier Bergbau oder Holzabbau betreiben oder was? Passiert da was? Oder müsste ich da irgendwas... Ah, doch. Hochwertiges Holz. Jawohl, wie ich abgehe. Lumberjack. Leute, da sagt er nichts mehr, oder? Ihr seid wahrscheinlich absolut begeistert. Eventuell ist der Sound noch ein bisschen zu krass eingestellt, dann werde ich da was tun, kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Krass, wie ich abgehe. Ich bin, nee, wirklich, das ist traumhaft. So, und dann sollen wir irgendwie in den Osten, da sind irgendwelche Kobolde. Kobolde und es wird dunkel oder so. Und ich brauche eine Hütte und ich will pennen und, oh Gott. Oh, ein Hase.
Mal ganz kurz hier an den Strand gucken. Ich habe eine andere, also ich habe mal ein anderes Video mir reingezogen. Ah, Honig. Bienenkorb. Kann man den Baum nicht fällen? Der ist zu dünn zum Fällen. Das geht da nicht. Leute, es wird dunkel. Oh, oh. So, wo muss ich denn hin? Ah, da. Nochmal Honig. Alter, wie ich abgehe. Bienenkorb, wie auch immer. Ah, da ist... Was? Wie man kämpft. Öffne dein Inventar. Rüste deine Waffe aus. Jo. Haben wir soweit alles gesehen. Drücken und halten von Angriffen. Beim Angriff bewegst du dir... Ja, bla. Also wir bewegen uns vorwärts. Wir können ausweichen. Wir können blocken. Du musst den Angreifer ansehen. Monster-Gesundheitsbalken werden in schwach, durchschnittlich und stark unterschieden. Da ist ein Kobold. Kann ich den irgendwie anvisieren? Nee, traumhaft. Okay. So, hier dodge ich wie ein wilder Bill. Und Ah, okay. Ah, da kann man das schon nutzen. Kann ich ihn nicht irgendwie anvisieren? Hallo? Hallo? Ich hab eigentlich... Okay. Eigentlich lang gedrückt gehalten, aber irgendwie macht der nichts. Okay, das läuft ja schon super. Wir haben eine Truhe gefunden. Und ein Levelaufstieg. Echt? So schnell? Was ist das? Koboldteil. Kann verwendet werden, um eine Monster-Kopftrophäe beim Schneider zu fertigen, die du zu Hause ausstellen kannst. Ja gut, hol mal mit. Und hier irgendwelches Leder und so. Finde drei Monsterlager in der Nähe. Fertigkeiten erlangen. Du hast einen Fertigkeitspunkt erhalten. Öffne die Fertigkeitsseite und gib den Fertigkeitspunkt für die Fähigkeit Kick aus. Achso, muss ich sogar. Okay, dann machen wir das. So, die Fertigkeits... Das Ding da tritt, stößt Monster nieder. Ich denke mal, das sollen wir machen, ne? Quest abgeschlossen. Was? Wie man kämpft. Mehrere Monster auf einmal zu bekämpfen, kann schwierig sein. Verwende den Dritt-Spezialangriff, um eins von ihnen niederzustoßen. Dritt hat Abklingzeit zwischen Anwendung, Spezialangriff, Abklingzeit. Alle Spezialangriffe haben dieselbe Abklingzeit. Was? Spezialangriff, Abklingzeit. Yo, yo, yo. Der Abklingzeit-Edelstein neben deiner Gesundheitsbalken wird grün, wenn ich sie wieder verwenden kann. Gut, ah, okay. Machen wir mal gerade. Das war irgendwie kein Tritt. Das war ein Sprung. Wo kann ich das jetzt verwenden? Keine Ahnung. So, wo sind da noch Gegner? Hier irgendwo. Wenn oben die Map stimmt. Ja, da hinten ist wieder so ein Lager und da sind mehrere Gegner. Oh, oh. Ich bin so gut wie tot. Ja, jetzt strenge ich mich natürlich an. Und die waren jetzt... Was waren die durch... Ah, da liegt noch was. Da liegt was, bevor ich sterbe. Bevor ich sterbe, hol's. Was ist das? Hä? Achso, das ist super. Ah, ne. Das ist nichts super. Ich dachte, das wäre irgendwie was ganz Spezielles. So, da springt er irgendwie noch. Da ist nichts mit Tritt und so. So, dodgen wir mal weg. Machen wir es einfach so. Muss ich mir dann wieder angucken. Also angeblich kann ich ja da irgendwie fester schlagen, wenn ich da gedrückt halte oder so. Davon sehe ich irgendwie nicht so viel. Haha, wie ich so schlau kämpfe, das ist ja Wahnsinn. Haha, brutal. Oh nee, nee, nee. Oh nee, komm, Leute. Zu hohes Risiko geht er ein. Irgendwie mache ich weniger Schaden. Achso, weil wahrscheinlich der Angriff nicht aufgeladen ist oder sowas. Keine Ahnung, Alter, was weiß ich. So. Wie gesagt, alles sehr rudimentär, aber irgendwie lustig. So, da haben wir irgendwie Pilz geholt. Was ist eigentlich mit den Sträuchern? Da geht da auch was? Ne? Anvisieren. Oh, Monster-Zauberwirker. Zauberwirker haben die Fähigkeit, verschiedene Angriffs- und Verteidigungszauber zu wirken. Zauberwirker müssen den Zauber aufladen, bevor sie ihn wirken können. Diese Zauber können nicht geblockt werden. Du musst eine Rolle machen oder dich wegbewegen, um dem Zauber auszuweichen. Zauberwirker werden nicht durch Statuseffekte wie Niederstoßen oder Betäuben beeinflusst. Na, traumhaft. Ich weiß nicht mal, wie ich stoße. Da stand doch eben A oder sowas, oder? So was. Oder habe ich das falsch gelesen? Wie kann ich denn treten? Da schon mal nicht. Was gäb's denn noch? Irgendwie nix. R1, blocken, Sticks reindrücken, Geschlag drücken, springen. Stand ja A, ne? Oder? B. Ich probiere es jetzt gleich mal am Monster selbst. Der macht schon mal nichts. Ah doch. Ah, ich muss am Monster dran sein, dann A drücken. Dann macht das.
Oh, oh. Nö, nö, nö. Oh ja, krass. Das ist brutal. Okay, ich ahne ganz Übles, Leute. So, weg. Haha. Wir machen zuerst den Nahkampftyp da weg. Ich brauche mehr Damage. Wir brauchen ganz dringend eine neue Waffe. Alter, was für ein Kampf, oder? Episch, episch. Triff ihn. Ah, okay, jetzt habe ich ihn mit dem finalen Hit irgendwie getroffen. Das hat ihm mehr Damage gemacht. Und da ist er weg. Was für ein Skill. Ich bin echt... So, da geht ja nichts, ne? Ja, hä? Angeblich ist er davon doch nicht umzuhauen. Naja, egal. Tritt ist brutal. Das haben wir schon mal gesehen. Der kann ja jetzt eigentlich nichts machen. Doch, kann er. Weg. Uiuiuiui. So, ich versuch's mal wieder mit dem Tritt. Der dürfte ja eigentlich nochmal am Start sein. Alter, wie ich abgehe. Oben. Oben sieht man das ja schön, dass man nochmal treten darf. Also treten und kaputt kloppen. Quest abgeschlossen, Leute. Wir sind so im Game drin, das ist ja Wahnsinn. Kupfererz und so weiter. Wunderschön. Etwas nimmt sich ohne Erlaubnis Dinge aus dem Lagerhaus. Untersuche das. Ungebetene Gäste. Schön. Gut. Ne, ich fühle mich schon absolut OP. So. Da holen wir hier noch so einen krassen Baum mit. Das ist ja echt die Frage, macht das Sinn, schnell hoch zu leveln? Ist das da eine Spezialpflanze? Nee. Also schnell sich umzugucken, schnell Häuser zu bauen, macht das überhaupt Sinn oder mache ich mich dadurch eigentlich schwächer, weil die Herausforderung immer schwerer wird und so? So, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge hier an der Stelle weiter. Macht auf jeden Fall richtig Laune. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.